Petrus will wohl, dass wir uns nicht zu sehr an den goldenen Herbst gewöhnen. Deshalb schickt er uns morgen leider statt Sonne nur Wolken. Aber damit nicht genug. Es wird kühler und fast den ganzen Tag regnen. Möglicherweise spiegelt die Sonne morgen mal kurz durch die dicke Wolkendecke, aber die Chancen stehen schlecht. Stattdessen ist mit Regen zu rechnen, denn die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 90%. Sonderlich warm wird es dabei auch nicht, höchstens 17 Grad. Nachts ist der Himmel weiter bedeckt, aber es bleibt voraussichtlich trocken bei Werten von 11 bis 12 Grad. Der Sonntag scheint ein Ausrutscher von Petrus zu sein. Schon zum Wochenbeginn lockern die Wolken auf und lassen die Sonne durch. Das hebt auch die Temperaturen wieder etwas an. Am Dienstag versteckt sich die Sonne dann zwar, aber zur Wochenmitte lacht sie wieder vom Himmel. Und da lässt sie das Quecksilber sogar über die 20-Grad-Marke klettern. Der angekündigte Regen bringt auch Unannehmlichkeiten für den Körper mit sich. Neue Erkältungsausbrüche und Kreislaufprobleme sind nicht auszuschließen. Wetterbedingte Herzbeschwerden sind dagegen eher unwahrscheinlich.